Das ist heftig. Dann haben wir noch was getrunken und auf einmal wollte die da mega viel Geld. Unsere Lehrer mussten Geld abheben und die dann freikaufen. What? Oh mein Gott. Nein! Nein. Wir erzählen euch jetzt Beichten aus Klassenfahrt. Die ihr eingeschickt habt. Erste Beichte. Leistungskursfahrt 12. Klasse nach Budapest. Zwei Dudes sind aus unserer Stufe abends in den Nachtclub gegangen. Da wollten sie dann so Girls, die halt da geworkt haben, immer einen Sekt ausgeben. Oh, ganz schlechte Idee. Haben die dann auch immer gemacht. Am Ende mussten sie über 500 Euro pro Person zahlen, weil das einfach so Champagner war. Hatten sie aber nicht dabei. Ja, das ist doch ein typischer Trick. Mann! Haben wir einen Türsteher, die da festgehalten und bedroht. Und unsere Lehrer mussten Geld abheben und die dann freikaufen. Ja, lol, Digga. Aber ohne Scheiß, das muss als Lehrer auch ein stressiger Augenblick sein, wenn du weißt, okay, ich bin verantwortlich für diese Leute und die werden ja gerade von Türstehern festgehalten und ich muss die freikaufen. Ja, Digga, dann gehst du erstmal Geld abheben, weil du musst die irgendwie freikaufen. Du willst ja einfach nur, dass alle überleben. Alter, ohne Scheiß. Ja, jetzt hatte ich Thailand auch die ganze Zeit. Hast du ständig Geld bezahlen müssen? Ja, ja. Weil du dich hast abziehen lassen? Da habe ich mich auf jeden Fall ein paar Mal abziehen lassen. Wirklich? Ja? Genau so? Quasi. Ich war auch in Läden drin. Dann haben wir da was getrunken und auf einmal wollte die da mega viel Geld. Nicht so gut. Ich habe Sachen erlebt, da will ich halt nicht drüber reden. Das ist nicht so nicht bereit für. Und wenn, nicht dann so eher gut. Über Hobbylos Podcast. Stimmt, sehr gut. Ja. War mit meiner besten Freundin auf Klassenfahrt. In Gastfamilien. Abends hat meine beste Freundin durch einen Traum im Schlaf gestöhnt. Oha. Ich habe versucht, sie zu wecken, aber sie wurde nur lauter. Am nächsten Morgen war ich total müde. Sie war super gelaunt und die Großeltern haben uns verstört angeguckt. Ist okay. Ja, war jetzt, war okay Geschichte. War eine okay Geschichte. Nächste Geschichte. Ich habe auf der Skifahrt in der 9. Klasse 2 Tage lang nur Pringles für 3 Euro aus dem Kiosk da gegessen, weil ich das Essen da schrecklich fand und es nur Sachen gab, die ich nicht mag. Seitdem nie wieder Pringles essen können. Ja, war okay die Geschichte. Machen wir weiter mit der nächsten Geschichte. Beim Abendessen in der Jugendherberge war wohl etwas nicht in Ordnung. Deshalb hatte ein Mädchen aus dem Hochbett sich in der Nacht übergeben, genau auf die Reisetasche. Oha, des Mädchens, was darunter schlief. Oh nein, die war komplett fertig, hatte quasi keine Sachen mehr, wurde am nächsten Morgen von ihren Eltern abgeholt. Das ist schon krass. Da muss jemand nach Hause gehen, weil du hast ja nichts mehr. Ja, ist okay. Imagine, du wachst morgens auf und deine ganzen Sachen sind voll gebrochen. Das Einzige, was ich imagine, ist Dragons. Cool, cool. Danke dir. Unsere Abifahrt wurde auf der Hinfahrt abgebrochen, da im Reisebus 60 Gramm Gras gefunden wurde. 60 Gramm? Das ist schon viel für eine Abifahrt. Eine gute Faust stelle ich mir mit 60 Gramm vor. Also das hat ja jemand massiv übertrieben. Ich habe mal auf Klassenfahrt mein Handy an einer Tischtennisplatte liegen lassen und mein Lehrer hat da einfach reingeguckt. Irgendwann sagt er so, ey Lena, wer ist denn Mops? Ich habe mich mega erschrocken und er so, hey, die Nummer kenne ich doch. Und was soll ich sagen? Er war halt ein bisschen mopsiger Typ und ich hatte seine Nummer unter Mops eingespeichert. Bin am Boden versunken. Ja, war jetzt ganz funny. Komm, jetzt müssen wir aber strongere Stories. Ja, komm. Ein Shoutout zu Displays. Display da, Display da. Ich habe zwei Displays an der Wand. Wisst ihr, was Displays sind? Displays sind Metallbilder. Und da an der Wand ist eine magnetische Stelle. Da kann man es einfach dran napfen und dann hält das. Deswegen muss man das auch nicht so genau machen. Das ist Pi mal Daumen, ob das jetzt hier hängt oder hier, ist völlig egal. Unterm Stream gibt es einen Link. Ihr kriegt 25% off, wenn ihr ein bis zwei Displays euch holt. Ihr kriegt sogar 29% off, wenn ihr mehr als drei Displays euch holt, über den Link, der unten ist. Cool, aber fragwürdige Motive. Ich weiß gar nicht, was da fragwürdige Motive sind. Ich verstehe nicht, wie das in irgendeiner Form provozierend sein könnte, was ich da hinten habe. Mann. Okay, wir sind 8 Stunden Bus gefahren. Der Busfahrer ist einfach nicht angehalten, obwohl jemand k***en musste. Als wir dann endlich ankamen, hat der in der Jugendherberge einfach so viel geschissen, dass sich nicht mehr runterspülen ließ. Er hat dann uns Kumpels geholt und wir haben alle uns angeguckt und es war krank. Okay, es war wohl sehr viel Kot. Er hat dann nach und nach auf einem Stock aufgespießt und einfach aus dem Fenster geschleudert. Ja, weiß ich nicht so, ne? Das ist schon weird. Kann man das nicht irgendwie das Klo runterkriegen? So, war zwar keine Klassenfahrt, perfekt, 5 minus, sondern Lehrgang in der Lehre. Und da hat jemand in die Taschen von einem Billardtisch gekackt. Ey, Freunde, ey. Ey, was Leute auf einer Klassenfahrt machen oder auf einem Lehrgang machen, das ist schon Matsch. Da denkt man dann einfach nicht mehr drüber nach, was man tut, glaube ich. Aber ohne Scheiß, das kann ich mir zu 100% vorstellen. Ja. Das ist eine Sache, die passiert bei einem Lehrgang. Das ist eine Sache, die passiert bei einer Klassenfahrt. Okay, genug von Code. Wir waren in der 8. Klasse auf Klassenfahrt. In der ersten Nacht haben wir Klopfen an der Wand gehört und dachten, es waren die Jungs von nebenan gewesen. Wir haben am nächsten Tag, warum auch immer, den Schrank zur Seite geschoben, weil es hinter dem immer geklopft
hatte. Es stellte sich heraus, dass hinter dem Schrank wie eine Art Tunnel in der Wand war. Es heißt, irgendjemand muss wahrscheinlich in diesem Tunnel gesessen und geklopft haben. Wir hatten die Angst unseres Lebens. Ein Glück sind wir eine Nacht später wieder nach Hause gefahren. What? Oh mein Gott. Niemals, imagine. Alter, niemals. Imagine. Das Ding ist, das könnte auch, manchmal gibt es ja, wenn du so das Obergeschoss hast, einfach so eine Wand, also das Dach geht so runter und irgendwann kommt hier so eine Wand, obwohl hier noch ein Space ist. So, und da kannst du dann so Dinge abstellen oder so in diesem Space und manchmal gibt es so kleine Türchen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie einfach gesagt haben, weißt du was, da ist jetzt der Eingang zu diesem Space, aber wir stellen einen Schrank davor. Also vielleicht war da nie jemand. Vielleicht war dieser Tunnel einfach nur, das gehört halt dazu. Ja, oder vielleicht ist es stunken und erlogen. Oder vielleicht ist es true. Und da wartet immer noch jemand in diesem Tunnel. Auf unserer Seminarfahrt 12. Klasse in Schweden hat unser Kurs aus Versehen die Scheune in Brand gesetzt. Hat ein besoffen Lagerfeuer gezündet und das ist übergesprungen. Niemandem was passiert. Ja. Ohne Scheiß, das ist gefährlich. Wenn eine Scheune brennt, das ist doch gefährlich. Da hätten Tiere drin sein können. Ja, ja. Elefanten. Ey, ich glaub das nicht. Machen wir weiter. Wieso glaubst du das nicht? Nee, ich glaub die Storys nicht. Machen wir weiter. Als wir 4 Tage auf Klassenfahrt waren, hatten sich ein paar überlegt, am 4. Tag den Lehrer Viagra in den Kaffee zu schütten. Am Ende wurden die Lehrer gefeuert, weil sie miteinander geschlafen hatten. Nein! Ja. Nein, das ist Cap. Das ist Quatsch. Das ist einfach Quatsch. Nee, never. 10. Klasse Berlin, falls circa 2006 ein Fernsehteam von RTL befand, dass sich eine eine Geschichte ausdenken müssen über asoziale Schulklassen in Berlin. Blöd nur, wir waren eine Jahrgang zivilisierter altsprachiger Gymnasiasten, boten also nichts. Dann haben die sich dann ein Framing ausgedacht und die Polizei angerufen, um uns was anzuhängen und das Ergebnis zu senden. Ende der Geschichte, JuristInnen unter unseren Eltern hat die Produktionsfirma gefrühstückt. Krass. Boah. Das ist heftig. Boah. Ohne Scheiß, das habe ich jetzt schon so oft gehört. Alter, auch Fernseher ist doch Schmutz. Fernseher ist dass Schmutz. Dass die sowas machen und die regen sich auf über so YouTuber, die irgendwelche Sachen faken und ohne so Scheiß. Shit. Ohne RTL Scheiß. Ist doch der Rotz. Also Fernsehen ist definitiv viel faker als große Mainstream-YouTuber. Viel faker. Ja. Aber so viel Fake. Es gibt, glaube ich, kein Medium, was mehr Fake ist als Fernsehen. So, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis dann. Habt eine schöne Woche. Tschüss.